Ho, ho, hallo und herzlich willkommen zu SBC, SB Cinema, mit einem speziellen Video. Ein Video über Weihnachtsbeleuchtung aus der guten alten Zeit. Nun, da auch bei uns Weihnachten immer näher rückt, dachte ich mir, wir werfen zusammen einen Blick auf diese Schachtel mit naturgetreuer Christbaumbeleuchtung. 220 Volt. Die Schachtel hier stammt aus den 60er Jahren und ist, wie dieses Kabel hier zeigt, dass da schon raushängt, elektrisch. Ja. Machen wir das Ganze mal auf. Und da haben wir in schöner Tannenbaumform angeordnet unsere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Kerzen und eine verbliebene Satzbirne. Ja, die Dinger waren damals eine Revolution, denn zuvor gab es die Dinger nur mit Kerzen, richtige Kerzen. Und da damals tausende Menschen ums Leben kamen, weil ihre Christbäume Feuer fingen, waren diese kleinen elektrischen Lichter hier mögliche Lebensretter. Na gut, gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Also, dann lasst mich euch jetzt mal eine kleine Aufnahme zeigen, die mir die Feuerwehr zur Verfügung gestellt hat. Wie wir hier sehen können, nach nicht mal 10 Sekunden steht der Weihnachtsbaum vollkommen in Flammen. Ja, das ist es, was passieren kann. Das ist es, was auch bei euch zu Hause passieren kann. Wenn ihr normale, altmodische Kerzen an eurem Weihnachtsbaum verwendet. Das in Kombination mit einem trockenen Baum und in weniger als 30 Sekunden ist von eurem Wohnzimmer nichts mehr übrig. Und der Rest von eurer Wohnung füllt sich mit ätzendem, giftigem Rauch. Und eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist, auch wenn die meisten Weihnachtsbäume heute ohne Kerzen sind, sind die meisten Adventskränze immer noch mit altmodischen, feuergefährlichen Kerzen ausgestattet. Tja, diese Lichter haben wohl mehr Leben gerettet als der Airbag. Aber gut, dann werfen wir mal einen Blick auf die Schachtel. Naturgetreue Weihnachtsbeleuchtung. Ha, wunderschöne Nostalgie aus den 60ern. Machen wir mal auf. Und? Wow, ist das nicht wunderschön? Lass mich mal die Kameraeinstellungen ein bisschen ändern, damit ihr es besser seht. Oh, richtig schöne, nostalgische Weihnachtslampen. Zoomen wir ein bisschen rein. Sind die nicht herrlich? Die werden hier einfach so an den Weihnachtsbaum geklipst. Clip. Und fertig. Ja. Die Temperatur ist auch so, dass ich sie problemlos anfassen kann. Die Kabel altersgemäß auch noch ausreichend flexibel. Ein wunderschönes System. Einfach pure Nostalgie. Stecken wir mal hier ab. Dann machen wir noch ein bisschen heller, dass ihr was sehen könnt. Dann zeige ich euch nämlich mal jetzt hier den Stecker. Der ist nämlich auch besonders. Dieser Stecker hier passt in jede normale Steckdose, kann aber so nochmal abgesteckt werden. Das ist ganz praktisch, so kann man nämlich die Kette zu einer einzelnen Schnur machen und hat sie nicht immer so als eine Schlaufe. Super, wenn man sie mal enttettern muss und zur Aufbewahrung oder auch zur Installation, einfach toll. Einfach um den Baum rumlegen und den Enden dann hier einstecken und nicht wie bei den billigen, modernen, immer mit dieser Schlaufe kämpfen müssen. Technische Informationen. So, lange genug geredet, kommen wir zum wichtigen Teil. Ich habe hier eine Steckdosenleiste und das Teilchen hier ist ein Voltmeter. Da stecken wir das Ganze jetzt ein und zum ersten Mal seit über 30 Jahren drücke ich diesen Knopf. Haha! Keine Funken, alles funktioniert. Und ich muss sagen, das sieht echt schön aus. Richtig hübsch. Gut, auf unserem Powermeter können wir jetzt hier Funktion. Wir sehen, die Lichterkette zieht 16,4 Watt.
60 Volt. Amperestunden. Herzfrequenz. Ja, da haben wir unsere Watt. Da haben wir. Ja, jetzt haben wir auch einen Geldbetrag als Watt. Ja, 16 Watt. Sehen wir mal, was passiert, wenn wir eine Glühbirne rausschrauben. Wie man sieht, die ganze Kette geht aus. Das ist nämlich eine alte Lichtkette, die noch keine von diesen Sicherungen hat, die so gefährlich sind. Aber lasst mich euch mal anhand einer kleinen Animation erklären, was ich hier meine. Hier sehen wir eine ganz normale Glühbirne, wie sie in der Lichterkette angeordnet ist. Im Inneren befindet sich hier gelb illustriert der Glühdraht, der, wenn Strom durch ihn fließt, leuchtet. Ja, soweit ganz einfach. Wenn dieser Draht allerdings plötzlich durchbrennt, und zwar so, dann fließt auch kein Strom mehr und es leuchtet nicht mehr. Und die gesamte Kette ist dunkel, wie man hier an dieser kleinen Kettenillustration sehen kann. Tja, da hat mal jemand etwas eigentlich sehr Cleveres erfunden, das sich Antisicherung nennt. Dabei befindet sich im Inneren der Glühbirne neben dem normalen Glühdraht unten ein kleiner Draht, der mit einer Lackschicht überzogen ist, die es nicht erlaubt, dass Strom dadurch fließt. Wenn die Lampe also angeschlossen wird, leuchtet sie ganz normal oben wie jede andere Glühbirne. Tja, wenn nun aber der obere Glühdraht, wie oben bei der anderen Glühbirne, zack, plötzlich durchbrennt, dann passiert etwas Spezielles, und zwar brennt der Lack unten auf dem kleinen Kabel durch und der Strom kann durch das kleine Kabel weiterfließen. Dadurch, wenn eine Glühbirne ausbrennt, fällt nur die eine Glühbirne, hier schwarz illustriert, aus. Und der Rest der Lichterkette, tja, der leuchtet weiter, als wäre nichts gewesen. Allerdings nicht für lange, denn mit jeder Glühbirne, die ausfällt, erhöht sich die Spannung auf die anderen Glühbirnen, die dann wiederum als eine Art Kettenreaktion immer schneller durchbrennen, was dann letztendlich natürlich auch zu einem Kabelschmorbrand führen kann, der auch wiederum jedes Jahr tausende Menschen weltweit das Leben kostet. Die hier ist elektrisch gesehen relativ sicher, für den damaligen Standard auf jeden Fall hochsicher und auch für heute noch durchaus, wenn man sie nicht gerade über Nacht 10 Stunden lang unbemerkt laufen lässt, absolut sicher und bedenkenlos zu benutzen. Ja, die Wattzahl hat sich so um die 16 Watt rum eingependelt. Das ist bei der Anzahl von Glühbirnen auch ein sparsames Ergebnis, also da kann man nicht meckern. Es ist auch ein wunderschönes Licht, das die abgeben. Das ist so sanft und schön. Ich stelle mal die ISO hier runter, meine Kamera. Ja, so seht ihr es jetzt, wie ich es sehe. So richtig schön. Vielleicht sogar noch ein Stufchen tiefer. Hübsch, was? So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und war vielleicht auch etwas informativ. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch was Nettes in die Kommentare. Naja, also dann. Beste Wünsche!